Ja, herzlich willkommen hier in Aachen bei uns zu unserem kleinen FIFOX-Workshop, der allmählich immer größer wird. Also dieses Jahr haben sich, ich glaube, 44, 43 Leute angemeldet. Das ist noch wieder deutlich mehr als letztes Jahr. Es freut mich enorm, also dass Sie, es gibt einen kleinen Unterschied. Wir haben diesmal auch, bei Schulen in der Umgebung beworben, dass das halt natürlich auch für Lehrer und nicht nur für die Hochschullehre interessant ist. Aber wenn ich mir wieder angucke, wo Sie teilweise herkommen, freut mich das enorm, dass Ihnen das die weite Reise nach Aachen wert ist. Wir liegen ja nun mal nicht wirklich in der Mitte von Deutschland. Für diejenigen, die sich gerade wundern, das ist gerade kurz der Begrüßungsteil. Unser Plan heute läuft teilweise in zwei Schienen. Das heißt jetzt gerade einmal laut Plan, ja, sage ich 15 Minuten Hallo, schnell erledigt. Hallo, ja. Ich werde die 15 Minuten jetzt nicht ganz ausschöpfen, weil nämlich eben ein Teil von Ihnen sich angemeldet hat, direkt am Anfang den Workshop FIFOX Editor zu machen. Das ist so gedacht für diejenigen, die vielleicht schon mal hier waren, die es meist schon kennen. Denn die erste FIFOX-Einführung, die ich jetzt dann gleich geben werde, ist ja eigentlich erstmal der Überblick über die gängigen Funktionen, die wir haben. Den Fernzugriff, welche Sensoren vorkommen, einmal über alles drüber gucken, relativ grob. Wer irgendwo schon mal einen Vortrag von mir gesehen hat, wird das meist aus dem Vortrag wahrscheinlich schon kennen. Deswegen hat man halt angeboten, dass diejenigen, die hier tiefer einsteigen wollen, direkt oben zu dem Workshop gehen können. Und da wir hier diesmal in einem anderen Gebäude sind als letztes Mal, und also ich finde diesen Hörsaal eigentlich gut, der Beamer ist wunderbar scharf, oben der Raum für die Experimente ist hervorragend. Einziges Problem ist, der Aufzug hat was wenig Kapazität und ja, das Treppenhaus ist natürlich jetzt nicht so hübsch, nur entsprechend wird es wahrscheinlich auch ein bisschen hinauslaufen und entsprechend will ich noch etwas Zeit geben, zu dem Workshop, zu dem Raum zu kommen. Ich überlege gerade, was gab es sonst noch zu erzählen? Nee, also das ist halt der Ablauf heute. Wir haben grob ungefähr dazwischen gemischt, dass ich Sie ein wenig volltexte, Sie ein bisschen was ausprobieren können, ich Sie wieder ein bisschen Ihnen wieder was erzähle, Sie was ausprobieren können und dieses Programm ist ein bisschen gestrafft für die Folie. Hier zwischen sind auch immer kurze Kaffeepausen. Ne? Also man sieht, die Zeiten kommen nicht ganz aus. Ich glaube, den genauen Ablauf müssten Sie eigentlich auch bekommen haben. Und ja, entsprechend freue ich mich sehr, dass wir so viele Leute sind. Ich habe schon gesehen, dass jemand auf dem Weg hierhin schon getwittert hat, dass er sich freut, herzukommen. Also entsprechend denke ich mal, dass wir hier viel Spaß haben werden, hoffentlich Sie viel lernen, wir hoffentlich auch etwas Feedback bekommen, was man verbessern könnte und wie Sie FIFOX einsetzen oder vielleicht auch einsetzen werden. Und damit würde ich sagen, diejenigen, die zum Workshop wollen, würde ich empfehlen, machen Sie sich mal auf den weiten Weg dann jetzt schon mal. Also der Workshop für den Editor findet in der 5. Etage statt. Das heißt, entweder im Aufzug in Etage 5 fahren oder ja, eben 3 Etagen hochlaufen. Aber irgendwo da oben müsste auch der Simon stehen, oder? Du nimmst sie mit? Okay, weil Simon hatte gesagt, dass er die mitnehmen würde. Okay, gut. Also folgen Sie einfach dem jungen Herrn da oben. Achso, vielleicht noch eine Info, die der eine oder andere vielleicht schon mal mitnehmen kann. Wir nehmen die Vorträge auch auf und werden die nachher auch ins Netz stellen. Das heißt, gerade diejenigen, die jetzt gerade rausgegangen sind, den ich vielleicht noch hätte sagen sollen, könnten sich das nachher auch noch angucken. Aber ja, ich denke mal, diejenigen werden halt FIFOX auch schon ein bisschen kennen. So, jetzt die Frage, ob ich direkt schon weitermachen sollte, wie die 10 Minuten, die gewonnen sind, nutzen sollten. Oder ob da vielleicht noch ein Nachzügler dann was verpasst. Ich glaube, ich fange einfach mal an, oder? Also sieht schon relativ voll aus. Dominik, hast du gesehen, ob da unten gerade noch Leute ankommen oder soll ich direkt mit dem... Gut, dann fange ich einfach mal direkt an. Ich denke mal, Sie wissen alle, warum Sie hier sind, worum es geht. Es geht um die App FIFOX. Die App FIFOX nutzt die Sensoren im Smartphone für Physikexperimente. Ich glaube, soweit sind wir alle auf demselben Stand. Warum machen wir das?
Naja, der Hintergrund ist der, dass wir das in der Lehre einsetzen wollen. Also das ist zumindest unsere Motivation und ich denke auch der meisten, die hierher gekommen sind, extra. Und zwar entweder erstmal, weil es eine gewisse Motivation erzeugt, dass man einfach ein eigenes, nur bekanntes Gerät nutzen kann. Es ist halt faszinierend, dass man das Gerät, was man die ganze Zeit mit sich rumträgt, auch als Messgerät verwenden kann. Es ist zugleich auch ein schönes individuelles Messgerät für Projekte. Das trifft dann eher auf die Schulen zu, aber vielleicht auch mal Abschlussarbeiten an Unis. Es spart teilweise Geld, was Demonstrationsversuche angeht. Das ist dann auch wieder in der Regel eher der Schulteil, wo dann die Sammlung nicht so toll ausgestattet ist. Man freut sich, irgendwas in der Tasche zu haben, womit man dann dennoch gut experimentieren kann. Es ist aber auch durchaus so, dass ich meine, hier in der RWTH muss ich sagen, ich bin von unserer Physiksammlung eigentlich ziemlich begeistert. Ich habe nicht so den Vergleich, vielleicht haben andere noch schöneres Spielzeug. Ich will mich da gar nicht beschweren, dass wir da zu wenig hätten. Es gibt trotzdem ein, zwei Experimente, die wir in der Vorlesung lieber mit dem Smartphone machen. Einfach, weil eine so spezialisierte Messung möglich ist an der Stelle, sage ich gleich noch, die wir mit keinem der tollen Geräte hinbekommen in der Sammlung. Von daher kannst du auch mal was ersetzen. Die wichtigste Motivation aber, das zu machen, da wo wir herkommen, erzähle ich jetzt nochmal die Geschichte, warum wir das überhaupt machen, ist, dass man eigenständige Experimente auch in großen Gruppen machen kann. Und zwar ist der Hintergrund, dass ich tatsächlich gar nicht aus der Didaktik komme, sondern ich habe in Festkörperphysik promoviert und mein Chef, der Professor Stampfer, war dann, als ich gerade fertig war, relativ jung in seiner Funktion und durfte das erste Mal die Experimentalphysik 1 Vorlesung halten. Sieht ungefähr so aus. Inzwischen haben wir einen neueren Hörsaal, aber es sind halt trotzdem 300 Leute sitzen da und lassen sich vorne berieseln. Und die Überlegung war dann, dass wir dann festgestellt haben, okay, das Ding heißt Experimentalphysik, aber experimentieren tut da nur einer, der Chef. Ja, der macht davon auf der Bühne ein bisschen Halligalli, die Studierenden sind angemessen unterhalten, vor allem wenn mal was schief läuft, ne? Die sitzen dann da, gucken sich das an, im Grunde wie ein YouTube-Video, ne? Also ob da jetzt ein Video läuft, ob das echt ist, ist halt nur so ein Bauchgefühlunterschied, aber selbst machen die da eigentlich nichts. Und gerade an der RWTH kommt dann das Anfängerpraktikum relativ spät erst und bis dahin hat keiner irgendwas mal experimentiert. Und wir dachten uns, okay, mit den Smartphones haben wir ein paar Sensoren, da können die tatsächlich eigentlich schon ein bisschen experimentieren und auch schon mal mit ein paar Messwerten in Kontakt kommen. Und sage gleich auch noch was zu, wir sind nicht die Ersten, die auf die Idee gekommen sind, wir haben das auch schon woanders gesehen, ne? Aber daraus ist entstanden, dass wir damals gedacht haben, okay, wir bauen uns erstmal die App für unsere eigene Vorlesung und das ist dann irgendwie ein bisschen größer geworden und daraus ist VFOX entstanden. Und was wir da gemacht haben, sind dann erstmal Aufgaben zu stellen, die im Grunde frei von den Studierenden umgesetzt werden können. Also das Beispiel, was wir da haben, ist erstmal, haben wir erstmal auf der Bühne vorgeführt. Einerseits aus unserem Spieltrieb heraus, aber auch weil das ein Experiment ist, was man mit der Sammlung nicht so gut hinbekommt. Man nimmt sich ein Smartphone, startet VFOX mit bestimmten Einstellungen. Moment, ich lösche mal eben die Daten, die ich eben beim Testen generiert habe, ist ja sonst witzlos. Steckt das in die Salatschleuder. Oder was anderes, was man hat, was rotieren kann. Bekommt gleichzeitig einen Hinweis von dem iPhone, dass ich ein Update machen möchte, weil ich das so selten benutze. Aber das ignorieren wir jetzt. Und können jetzt hier am Rechner einfach mal messen, was passiert, wenn es rotiert. Das heißt, was wir hier haben, ist ein Beschleunigungssensor. Den haben alle Smartphones, sage ich nach dem zweiten Teil, also im Grunde nach dem ersten Workshop oben, sage ich was mehr zu den einzelnen Sensoren, wie verfügbar die sind. Also einen Beschleunigungssensor haben wir drin und wir haben ein Gyroskop drin, was eigentlich ein Drehratensensor ist, womit wir die Winkelgeschwindigkeit messen können. Und wenn ich jetzt hier kurbel, können wir direkt den Zusammenhang messen zwischen Winkelgeschwindigkeit und radialer Beschleunigung, also je nach bevorzugtem Bezugssystem, Zentripetal- oder Zentrifugalbeschleunigung. Und Sie sehen, es entsteht wirklich direkt, ich mache es mal den relevanten Graphen etwas größer, entsteht wirklich direkt der quadratische Zusammenhang. Ja, und das war auch der andere Graph, der eben schon zu sehen war. Wir tragen es auch direkt quadratisch auf. Hier sieht man ziemlich schön, dass das dann eine Gerade ergibt. Und die Art von Messung haben wir eigentlich nichts in der Sammlung, wie man das wirklich schön machen kann. Es gibt ein paar tolle Konstruktionen, wo dann eine Kamera mit irgendeinem System rotiert und da ein Kraftmesser drin ist, der ausgelenkt wird. Und es gibt natürlich auch die Variante, dass man es durch einen Faden, durch irgendwas führt, was man dann halt oben oder so schleudert. Aber dass man einfach mal direkt so einen Graphen hinmisst, haben wir sonst nicht gehabt. Und aus der Begeisterung heraus haben wir damals halt den Studierenden das direkt gezeigt und in der Vorlesung vorgeführt und haben uns gedacht, eigentlich sollten wir selbst experimentieren. Jetzt haben wir in unserem Spieltrieb das vorweggenommen. Gut. Geben wir denen erstmal die Aufgabe, dass die ein eigenes Experiment sich dazu überlegen sollen. Also das war wirklich so ein bisschen so eine Notlösung und dieses Jahr werden wir die Aufgabe wahrscheinlich wieder genauso stellen, denn es hat hervorragend geklappt. Wir haben noch einen kleinen Bonuspunkt gegeben, wenn die uns zeigen, wie ihr Aufbau aussah.
Und wir haben dann einen Haufen Videos bekommen, wo die wirklich gezeigt haben, also die haben noch ein bisschen geschnitten hier sogar, wo die ihre Smartphones reingesteckt haben. Ne? Also es ist dann, da kam dann wirklich bei uns Begeisterung auf, dass wir gesehen haben, dass unsere Studis, die normalerweise da sitzen und ihren Kram machen, halt wirklich angefangen haben rumzuspielen. Die haben nicht so viele Salatschleudern, die haben mehr Fahrräder und Bürostühle, aber abgesehen davon waren die durchaus kreativ und haben dieses Experiment tatsächlich durchgeführt. Da kann man vielleicht bei anmerken, dass bei ein, zwei von Versuchsaufbauten ich nicht ganz überzeugt bin, ob sie auch die Messdaten generiert hat, die wir nachher zu sehen bekommen haben, weil manche sind etwas schnell, also da kommt gleich einer mit dem Fahrrad, der so richtig am Juckeln ist und man denkt gleich, geht das Ding fliegen und dann haben wir schon einen Schaden. Ne? Aber erstmal, wir haben es geschafft, dass die wirklich zu Hause aktiv werden. Und dann sind wir noch auch noch einen Schritt weiter gegangen, also auch als Beispiel, was wir halt, wie wir die App einsetzen und haben gesagt, okay, die sollen jetzt wirklich zu Hause experimentieren und wir wollen dann auch wirklich mit Messergebnissen was machen. Und da haben wir dann zum harmonischen Oszillator oder genau genommen zum mathematischen Pendel, haben wir dann die Aufgabe gestellt, dass die mit einer relativ konkreten Anleitung ein Pendel bauen sollten. Das sind jetzt wieder Videos von Studierenden, die sehen aber jetzt fast alle gleich aus, weil wir denen wirklich ganz klare Vorgaben gemacht haben. Die sind ein bisschen ausreißer, weil sie im Treppenhaus gearbeitet haben, ein Riesenpendel gebaut haben. Aber die Vorgabe war eigentlich, bei uns ein Pendel. In so einer Schaukelbauweise hat damit zu tun, dass das Smartphone eben nicht willkürlich um verschiedene Achsen rotieren soll, sondern dass es halt eine ganz klar definierte Bewegung machen soll. Benutzen sie VFox, um die Pendelbewegung über das Gyroskop aufzuzeichnen und bestimmen sie die Pendelfrequenz abhängig von der Fadenlänge. Und der Kniff an der Sache war, dass wir es gemacht haben, längst bevor wir irgendwie das angefangen haben, das Thema anzuschneiden. Also die waren noch in einem ganz anderen Thema, da haben wir die Aufgabe schon gestellt. Von wegen Pendel können Sie ja bauen, selbst wenn Sie noch nicht wissen, wie man das mathematisch beschreibt. Machen Sie das mal, messen Sie das mal und übermitteln Sie uns die Daten über ein Formular in unserem Online-Skript. Ja, also jeder von denen sollte drei verschiedene Pendellängen bauen, die Frequenzen und die Pendellängen übertragen. Und dann erst haben wir die Vorlesung gemacht, wo wir das mathematische Pendel hergeleitet haben. Und als es dann soweit war, haben wir gesagt, okay, wir brauchen auf der Bühne das Experiment nicht mehr zu machen. Das Experiment haben sie alle schon zu Hause gemacht oder ein Großteil von ihnen, die Aufgaben waren ja freiwillig. Und wir nehmen jetzt einfach mal die Daten von ihnen, um das Hergeleitete zu verifizieren. Und die Orangenlinie ist ja halt die Theorie, also Kleinwinkelnäherung, Differentialgleichung löst und der ganze Krempel. Ne? Und die weißen Punkte sind die Datenpunkte der Studierenden. Ich meine, ein bisschen hilft natürlich die Auftragung so, wenn man es jetzt logarithmisch aufträgt, hat man natürlich bestimmte Stellen, wo man es deutlicher streuen sieht. Wenn man den K-Wert aufträgt. Aber im Großen und Ganzen trifft das relativ gut, außer vielleicht die drei Punkte, da sollte vielleicht jemand lieber theoretischer Physiker werden. Ja? Aber ansonsten hat das hervorragend geklappt und wir haben auch entsprechend wirklich dieses Feedback bekommen, dass das so ein bisschen wirklich dieses Gefühl gibt, Teil der Vorlesung zu sein. Es hat was Interaktives. Ne? Also man kann nicht mit 300 Leuten wirklich so ohne weiteres arbeiten, dass halt jeder wirklich so die ganze Zeit irgendeinen Beitrag dazu leistet, aber so kann man halt wunderbar die Messung gemeinsam durchführen. Also das so einmal als Einführung, wo wir herkommen, warum wir das machen, warum ich das eigentlich von einem Experimentalphysik-Institut her entwickelt habe. Inzwischen arbeiten wir natürlich auch eng mit der Didaktik, also um Frau Professor Heinke zusammen. Daraus ist das VFox entstanden, was Sie jetzt kennen. Und die Geschichte, die ich jetzt gerade erzählt habe, wo es ungefähr herkommt, ist halt vom Wintersemester 16/17 gewesen. Und jetzt sind ein paar Jahre ins Land gegangen und die App hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Und wir schaffen es halt, dass sich ein Hörsaal hier halb füllt von Interessierten, die sich da was zu anhören wollen. Also, gucken wir uns jetzt wirklich erstmal VFox an, statt einfach nur, wie wir es verwenden wollen. Was kann VFox? Warum ist VFox besser als manch andere App? Weil ich habe eben ja schon mal erwähnt, wir haben uns schon inspirieren lassen. Also das möchte ich an der Stelle auch kein Hehl drum machen. Wir sind nicht die Ersten, die das machen. Es gibt vor allem erwähnenswert vor uns schon Physics Toolbox. Das ist eine App von einem sympathischen amerikanischen Pärchen. Die durfte ich auch schon mal kennenlernen auf einer Konferenz. Er ist Softwareentwickler, sie ist Physiklehrerin und die sind genau auf die Idee gekommen und haben gesagt, okay, wir machen eine App, mit der man halt die Sensoren nutzen kann. Die ist auch wirklich empfehlenswert, wenn Sie wirklich eine einfache App haben wollen. Also wenn Sie irgendwo sagen wollen, ich will jetzt nur die Rohdaten loggen oder sowas und nicht die ganze Funktion, die ich jetzt gleich zeige, kann natürlich auch schon mal von Nutzen sein, wenn man gar nicht möchte, dass dann die Schüler oder die Studierenden irgendwo schon direkt fertige Funktionen nutzen. Aber im Grunde ist das, wie die meisten Apps auf dem Markt, erstmal eine App, die die Daten loggt. Und deswegen will ich einmal kurz vorstellen, was wir mehr machen. Erstmal wichtig, das gilt auch für Physics Toolbox, aber für viele andere schon nicht, wir sind kostenlos.
Und wir sind natürlich auch werbefrei, weil das ist halt in der Lehre in der Regel ist das einfach nicht machbar, dass man einfach irgendwelche beliebigen Werbebanner irgendwo aufpoppen lässt. Dabei auch, habe ich gar nicht aktualisiert auf der Folie, wir sind seit der letzten Version auch Open Source. Also der Quellcode liegt komplett offen unter der GNU GPL. Das heißt, wer irgendwo mal mitbasteln möchte, kann gerne sich im Code die Hände dreckig machen. Und was bei uns wichtig ist, und da fallen wirklich die meisten schon raus, dass der Funktionsumfang soweit technisch möglich gleichgehalten wird unter Android und iOS. Das ist was, was an der Uni wahrscheinlich noch gehen würde, in der Form, wie ich es gerade gezeigt habe, dass man sagt, okay, wir geben jetzt die Aufgabenstellung raus und die Leute müssen sich mit verschiedenen Apps rumschlagen, aber in der Schule geht das gar nicht. Ne? Wenn man dann eine Klasse hat und man sagt den einen jetzt erstmal alle, die ein Android-Handy haben, also wenn man jetzt an Bring Your Own Device denkt, ne? Wenn alle, die ein Android-Handy haben, öffnen jetzt die App und drücken jetzt irgendwie an der Stelle in der App, jetzt muss man da irgendwie eine Einstellung ändern dann messt ihr, da gibt es noch den Haken. Und die andere Gruppe, die muss jetzt eine ganz andere App öffnen, eine ganz andere Einstellung wählen. Die eine Einstellung braucht ihr nicht zu machen, die ist schon vorgegeben, aber hier müsst ihr was anderes beachten, während die halt schon Halligalli machen. Ne? Und das ist halt natürlich sehr unpraktisch, vor allem wenn man sich dann noch mit technischen Problemen rumschlagen muss, die App-spezifisch sind. Weil das ist etwas, was ich natürlich auch nicht schön reden kann. Das ist natürlich jetzt kein Multimeter, was man anschalten, was als Multimeter läuft. Die Experimente laufen sehr schön rund eigentlich, aber irgendwo gibt es meistens dann doch noch einen kleinen Haken, der spezifisch ist für ein bestimmtes Gerät oder weil irgendwas nicht ganz rund läuft. Ne? Also es ist halt kein Messgerät, es gibt ein paar Haken und da müssen nicht nur Haken auftauchen, weil man verschiedene Apps für Android und iOS hat. Gut, aber abgesehen davon, warum sage ich immer, die anderen sind halt jetzt eher so Sensor-Logger-Apps, was können wir mehr? Das erste ist erstmal Experiment mit Auswertung. Das ist ja schon direkt genau die Unterscheidung, die der Begriff suggeriert hat. Das heißt, wenn man sich VFox mal anguckt, und jetzt mache ich das Ding hier auch mal ab. Ich hoffe, der Stream funktioniert. Oh, sehr verzögert, ne? Oder hängt sogar. Eine Sekunde. Ich muss sagen, never change a running system. Ich habe 2 Tage jetzt vor dem Workshop auf Android 10 aktualisiert und meine Lieblings-Stream-App funktioniert nicht mehr. Das war keine gute Entscheidung. So, aber jetzt haben wir unseren Livestream. Also wenn man sich VFox anguckt, sieht man erstmal so eine Liste von fertigen Konfigurationen. Hier oben diese ersten, was sind das, 7 Einträge, sind im Grunde das, was Sie von den meisten anderen Apps kennen. Es gibt vielleicht 1, 2 Funktionen, die dann noch extra bieten, aber das ist so in der Regel das, was man da hat. Man tippt die an, startet die Messung. Und es werden halt die Messdaten gegen die Zeit aufgetragen. Das ist erstmal wirklich Sensordaten loggen. Was VFox mehr hat, ist diese ganze Liste von Konfigurationen, die eben schon fertige Auswertungen oder Anordnungen für Graphen und sowas bietet. Zum Beispiel, was wir gerade eben gesehen haben mit der Zentrifugalbeschleunigungsmessung. Das ist einfach dann ein Eintrag hier, wo haben wir den? Da unten, Zentripetalbeschleunigung, haben wir auf Wunsch der Lehrkräfte aus der Schule geändert, haben wir im Grunde Konfiguration, die macht jetzt nichts anderes als Beschleunigung und Gyroskop aufzunehmen, aber eben nicht nur gegen die Zeit, sondern auch gegeneinander aufgetragen. Und in den meisten anderen Apps, ich muss gestehen, so auf Anhieb weiß ich gerade nicht, in welcher man das so direkt könnte, aber wenn, dann sind sie erstmal konfigurieren und gucken, was macht man wohin. Und für uns ist das entscheidende Konzept, dass man möglichst viel erstmal machen kann, indem man diese Konfiguration einfach auswählt und startet. Ein Beispiel für ein anderes Experiment, wo das sehr relevant ist, wo dann mehr ist als einfach nur die Auftragung. Ich meine, das war jetzt einfach, wir wollen Beschleunigung gegen Winkelgeschwindigkeit auftragen. Gut, das kann man wahrscheinlich in der einen oder anderen App noch hinbekommen. Das andere ist halt teilweise auch Datenauswertung. Manchmal will man das gar nicht, weil man möchte, dass eben, also da besonders an der Uni Studierenden selbst die Datenauswertung machen. Manchmal ist das aber sehr hilfreich. Ein Beispielexperiment ist, vor Jahren veröffentlicht worden, ich glaube in Physics Teacher, das ist also, wer es nicht kennt, wenn nicht aus der Didaktik da weniger kommt, das ist im Grunde amerikanisches Journal, wo dann ja eigentlich auch für Lehrer gut lesbar, dann natürlich da auf Englisch, viele einfache Experimente auch schon vorgestellt werden, also zumindest viele Paper da drin, also wissenschaftliche Veröffentlichungen gehen eher in die Richtung, dass da auch wirklich Experimente vorgestellt werden. Da war dann ein Vorschlag, die Bewegung eines Fahrstuhls zu messen. Man nimmt sich ein Smartphone, legt das auf den Boden, startet die Beschleunigungsmessung, drückt auf den Knopf, fährt 5 Etagen nach oben, oben stoppt man wieder und dann nimmt man sich das Smartphone, geht in den Schulraum mit den ganzen Computern, überträgt das auf den Computer, importiert das in Excel, macht eine 2-fache numerische Integration, um darauf zu kommen, wie hoch das Gebäude war. Macht man jetzt in der Schule nicht unbedingt so. Ne? Also
Oder selbst wenn man es macht und fragt nachher die Schüler, ja, was habt ihr denn jetzt heute gemacht? Ne? Werden die sagen, irgendwas Komisches mit Excel, irgendwie Nummern, wir haben das dann so hinkopiert, aber die werden nicht mal mehr wissen, was die Physik dahinter war. Also absolut legitim, wenn man Datenverarbeitung lernen möchte. Man muss nur ein bisschen aufpassen, eben wenn man ja eigentlich wegen der Physik da ist, dass man auch die Physik unterrichtet. Und da kann es sehr nützlich sein, wenn halt eine gewisse Auswertung schon in der App stattfindet. Und wir machen mit derselben Idee etwas vollkommen anderes, auch ein bisschen was anderes, was dann gelehrt wird. Da wir jetzt uns nicht alle in einen Aufzug quetschen wollen, habe ich ein Video mitgebracht von einem Aufzug oben bei uns am Physikzentrum. So sieht die Messung aus in VFOX, also die wählt man hier einfach unten als Aufzug aus, ne, da. Drückt auf Start und was jetzt aufzeichnet, unten ist die Beschleunigung, das was eben auch in der Geschichte jetzt quasi aufgezeichnet wird. Wir nehmen aber über das Barometer gleichzeitig ein Höhenprofil auf, also über die barometrische Höhenformel und als Ableitung davon die Geschwindigkeit. Und jetzt habe ich mein Redetempo nicht gut dem Graphen angepasst, weil die Messung ist jetzt schon durch. Aber das Schöne ist eben, in der Messung würde man das halt in Echtzeit merken. Also die Schüler würden sich in den Aufzug stellen, die Messung starten, auf den Startknopf drücken und in dem Moment, wo die Beschleunigung geplottet wird, spüren die auch die Beschleunigung. Und gleichzeitig haben die also nicht nur ein AT-Diagramm, sondern auch ein ST-Diagramm, wo die wirklich eine klare Vorstellung haben, was macht der Aufzug jetzt. Jeder hat eine Vorstellung, was der Aufzug macht, während man damit fährt. Vielleicht hat man sogar einen Glasaufzug, wo man sehen kann. Ne? Also er legt halt wirklich diese Strecke zurück und dieser Graph stellt das entsprechend dar, während die diese Bewegung vollziehen. Ja, mit der Geschwindigkeit haben die dann sogar noch einen kleinen spielerischen Anreiz. Also man kann dann wirklich auch den Schülern sagen, ja, als Hausaufgabe zieht man durch die Stadt, wer findet den schnellsten Aufzug. Und da freut sich dann vielleicht die lokale Bank nicht so, wenn dann ständig Schülerorten reinkommen, einmal hochfahren und wieder runterfahren. Ne? Aber so ein spielerischer Aspekt ist natürlich dann auch eine schöne Sache. Ist natürlich was ganz anderes, als die Rohdaten auszuwerten. Es ist halt jetzt eine ganz andere Zielgruppe, ganz anderer Teil im Unterricht, wo man halt dann sagt, okay, jetzt wollen wir ST, VT und AT-Diagramm kennenlernen. Aber das ist eben nur sinnvoll möglich, wenn das Handy das im Grunde selbst schon macht und wir halt diese fertige Konfiguration haben, die diese barometrische Höhenformel umsetzt und dann eben diese Graphen so plottet. Nächstes Feature, was da erwähnenswert ist, welches direkt da anknüpft, ist, dass wir auch nicht so starr sind, dass das hier die einzigen Konfigurationen sind, die wir haben. Es gibt auf unserer Webseite einen Editor, der sieht so aus. Ich habe auch jetzt mal den neuen in die Präsentation eingebastelt. Da wählt man, also das ist das, was gerade die Kollegen, die hochgegangen sind, oben als Workshop machen und was heute ganz am Ende des Tages für Sie auch als Workshop nochmal zur Verfügung steht. Da kann man auswählen, welche Sensoren reingehen sollen. Da kann man auswählen, welche, also keine Ahnung, was man darstellen möchte, ein Graph zum Beispiel. Und da kann man sagen, okay, ich möchte jetzt X- und Y-Achse zum Beispiel addieren. Gucken, ob ich das Beispiel schnell genug zusammengeklickt bekomme. Jetzt ordnen wir das an. Hier haben wir unseren Sensor, dann nehmen wir X, addieren Y dazu, packen das bei den Graphen in Y rein. Und auf der X-Achse wollen wir jetzt noch die Zeit auftragen. Ups, jetzt habe ich hier Stress mit dem Touchpad. Und schon hätten wir ein Experiment, welches X und Y vom Beschleunigungssensor aufaddiert und gegen die Zeit aufträgt. So, Sie werden heute, wenn wir den Workshop feststellen, ganz so einfach ist deine Praxis nicht. Da gibt es ein paar Stolpersteine, da gibt es ein paar Details, die man irgendwie beachten müsste. Aber ganz grob ungefähr so funktioniert das. Und das bedeutet nicht nur, dass Sie komplett eigene Sachen anbauen können, zusammenbauen können. Hier unten gibt es auch einen Experimentladeknopf. Und über den können Sie jedes dieser Experimente, die hier aufgelistet sind, in den Editor reinladen und anpassen und wieder aufs Handy übertragen. Das heißt also, wenn Sie jetzt genau bei dem Aufzugexperiment da stehen und sagen, okay, ich will aber eigentlich nicht, dass das Ding die barometrische Höhenformel plottet, weil ich finde die Darstellung zwar schön, aber barometrische Höhenformel ist gerade das Thema in der Vorlesung oder im Unterricht, die sollen nur die Rohdaten bekommen, ja, dann laden Sie das Ding, schmeißen die Formel raus, plotten einfach nur den Druck und lassen dann eben die Schüler oder Studierenden eben die barometrische Höhenformel selbst ausrechnen. Um die Sachen zu übertragen, also eine Sache muss ich da gerade erwähnen, wenn ich sage, beliebiges Laden. Seit der letzten Version gibt es noch ein, zwei Schluckaufstellen in dem Editor. Also wir haben den Grad überarbeitet, dass man die Sachen so frei ziehen kann und so. Und wir haben auf dem iPhone die Art, wie Experimente geladen werden, überarbeitet. Ich weiß gerade auch, dass es noch ein, zwei Stellen gibt, wo das noch ein bisschen hakt. Ne? Aber da arbeiten wir dran, das wird bald wieder so bequem sein, wie es vorher war. Wenn Sie die Daten jetzt, die Experimente übertragen wollen, für diejenigen, wer hat vor einem halben Jahr schon diesen Editor gekannt und was damit ausprobiert? Ist hier jemand? Niemand? Ah, okay. Dann brauche ich nicht erzählen, dass das jetzt neu ist. Dann sage ich, jetzt ist es wirklich bequem, weil Sie können aus dem Editor heraus sich direkt einen QR-Code generieren lassen.
Jetzt muss ich gerade einmal online gehen, damit das auch funktioniert. Hat das geklappt? Ja. Zum Beispiel hier ist ein QR-Code, da ist ein Experiment hinter, das ist ein LissaJou-Oszilloskop. Das hatte, glaube ich, einer auf Twitter gewünscht. Bin mir gar nicht mehr ganz sicher, wo das herkam. Das scanne ich einfach ab mit der App. Konnte man alles sehen? Ja. Jetzt lädt das Experiment. Ich hoffe, das klappt jetzt, weil. Nee, ich habe keine Datenverbindung. Okay, dann zeige ich, also ja, dann führe ich den jetzt nicht vor. Sage ich aber jetzt auch was zu. Das mit der Datenverbindung ist natürlich ein Problem in der Schule oder sonst was. Ich habe die jetzt gerade aus für den Vortrag und irgendwie habe ich jetzt entweder keinen Empfang oder als ich die gerade einfach anmachen wollte, hat es nicht direkt geklappt. Lassen wir auch wieder aus, damit wir gleich kein Chaos haben. Ja, ne, also konnte es nicht laden. Diese kleinen QR-Codes funktionieren eigentlich prima, solange sie online sind. Das ist an der Uni überhaupt kein Problem. Also die Dozenten hier, die da sind, können jetzt weiter weghören. Benutzen sie die, die sind super. Ja, außer wenn sie es gerade ausgemacht haben. An der Schule ist es natürlich schwieriger. Sie können nicht voraussetzen, dass die Schüler selbst irgendein Datenvolumen haben. Sie haben oft kein WLAN mit Internetzugang. Man kann auch das Experiment komplett in QR-Code laden, dass man nicht online sein muss. Sieht dann so aus. Ja. Die sind ein bisschen sperriger. Da das eigentlich geklappt hat, führe ich den natürlich jetzt trotzdem vor. Jetzt hoffe ich nur, dass der... Oh, sofort geklappt. Okay, manchmal muss man ein bisschen hin und her bewegen, weil der ist halt wirklich sperrig. Ne? Aber das Experiment, was Sie hier sehen, wollte ich eigentlich heute jetzt nicht vorführen. Kann ich auch nicht aus dem Stegreif vorführen. Das war mal ein kleines Gimmick zu Weihnachten. Deswegen steht darüber Weihnachtsempfänger. Das ist ein Experiment. Da hatten wir eine Folge von Tönen hochgeladen. Das klingt so ein bisschen Ellenmäßig. Blub, 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 so eine Tonfolge. Und das Experiment macht eine Fourier-Transformation von einzelnen Tönen, analysiert daraus zwei Frequenzen, das waren immer zwei Frequenzen gleichzeitig, und trägt die auf und daraus entsteht ein Bild, welches wir übertragen haben. Kleine Spielerei, aber es zeigt halt eigentlich auch, wie mächtig eben der Editor bzw. die Möglichkeit der eigenen Experimente ist. Und man kann es halt auch wirklich trotzdem in einen QR-Code packen. Man muss nur auf Icons für das Experiment verzichten. Kann man ja auch machen, man kann auch sogar auf mehrere QR-Codes das packen, aber ganz ehrlich, wenn Sie in die Klasse kommen und dann den Schülern erstmal 6 QR-Codes alle kopiert haben, die sollen die alle 6 QR-Codes in dem Format scannen, dann ist auch wahrscheinlich schon wieder Feierabend. Ne? Also von daher... offline kann man nicht ganz so viel reinmachen, einfach von der Speicherplatzmenge in dem QR-Code, aber es ist durchaus möglich, man muss nicht online dafür sein, deswegen, ja. Okay, nächste Station, das dritte Feature, welches ich wirklich sehr erwähnenswert und wichtig finde, ist eins, das Sie gerade eben schon gesehen haben, nämlich als ich das Experiment gemacht habe, das ist der Fernzugriff. Ich mache zwar jetzt gerade diese Spielerei mit diesem Videostream, habe ich ja auch schon erwähnt, das hat jetzt gerade auch wieder für mich nicht schön funktioniert seit dem letzten Update. Man hat eben schon gemerkt, da war eine große Verzögerung, immer größer, jetzt war gerade mein Ton weg, das hat nichts damit zu tun. Das heißt, ein Videostream zu erstellen ist irgendwie nervig. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das schon mal versucht haben, direkt so einen Videostream drauf zu packen. Mit Kabel geht es eventuell schon mal besser, wenn Sie einen HDMI-Adapter haben. Aber es ist halt friemelig und für eine ganze Klasse machen Sie das dann sowieso nicht. Abgesehen davon, dass das ein ziemlicher Datenstrom ist, der hat in Full HD im Grunde dieses Video die ganze Zeit rüberströmt. Und wenn man das dann mit 10 Schülern macht, ist dann auch schnell Feierabend, selbst wenn man ein ganz nettes Netzwerk zu Hause hat. Stattdessen haben wir eine Funktion dafür eingebaut. Man tippt einfach irgendein Experiment an. Also, das müsste nicht das erste sein, geht mit allen. Oben im Menü wählt man aus, hab's daneben gedrückt, Fernzugriff erlauben. Dann kommt eine Warnung, weil Fernzugriff erlauben macht genau das, dass man kann jetzt von außen auf das Experiment zugreifen, nicht auf das ganze Handy. Keine Sorge, keiner kann darüber jetzt Ihre Kontakte irgendwie auslesen oder sonst irgendwas in der Art. Das ist jetzt nur VFox, worauf man zugreifen kann. Nichtsdestotrotz, das ist jetzt wieder eher ein Hinweis für die Dozenten, wenn man vor 300 Studierenden steht und ein Experiment vorführt, sollte man bedenken, dass man, wenn man im selben Netzwerk ist, darauf zugreifen könnte. Selbst die Top-Dozenten, die alle gut unterhalten, schaffen es nicht, dass sich nicht einer von denen genug langweilt, immer darauf zuzugreifen und den Prof zu ärgern, indem man das Experiment dauernd stoppt. Ne? Also von daher, darauf bezieht sich diese Warnung. Also wer im selben Netzwerk ist, kann darauf zugreifen, geht nicht über mobile Daten, geht nur lokal. Und jetzt sieht man hier unten eine Adresse, die eingeblendet ist. Und die gibt man einfach im Browser ein. Das ist das, was ich eben mit dem anderen Handy auch gemacht hatte. Mal gucken, 10... 42, also ich habe es ja hier noch vor Augen, 100, ah, ist hier noch drin, nee, das ist was anderes, das ist der Stream, 80, 80 und hier haben wir jetzt die Daten hiervon. Wenn ich jetzt das Experiment hier starte, hat es gegenüber dem Stream Vorteil erstens, dass die Verzögerung sehr gering ist. Ja. Wir können auch hier noch relativ gut, wir können nicht alles vom Notebook auch ausmachen, aber wir können hier die Sachen ein bisschen groß angucken, wir können es pausieren, wir können auch einzelne Datenpunkte ablesen. Wir können auch hier die ganzen Sachen wechseln. Also vor allem ist das auch toll, wenn man ein Pendel oder so zum Beispiel baut. Das Ding ist am Baumeln. Wie startet und stoppt man es jetzt? Ja, bei den Fernzugriff. Dann sieht man auch direkt, was für eine Pendelbewegung das Handy macht zum Beispiel. Und wenn man es weiterverarbeiten möchte, kann man auch direkt hier sagen, ich möchte die Daten exportieren. Zum Beispiel Excel-Format. Kann man das alles gut lesen? Ja, ne? Der Beamer ist super.
wird runtergeladen und schon haben wir, ne? Ja, haben wir unsere Daten in Excel oder hier LibreOffice. Ne? Also von daher, sobald man diesen Fernzugriff hat, hat man wirklich gute Kontrolle über das Experiment und das Ding ist wirklich nur noch ein Messgerät. Also das ist dieser Fernzugriff. Für den, wenn ich gerade eben sagte, im selben Netzwerk, wie funktioniert das, was für eine Voraussetzung ist da, ist das immer so einfach, wie ich es gerade gezeigt habe? Die Antwort ist jein. Wenn Sie heute Abend zu Hause das ausprobieren, garantiere ich Ihnen, das funktioniert in 99% der Fälle sofort. Weil zu Hause haben Sie Ihr normales privates Netzwerk, also privates WLAN, da ist Ihr Handy drin, da ist Ihr Notebook drin, die beiden können miteinander reden und dann funktioniert das auch. Das Problem ist nur, entweder in Schulen hat man eventuell gar kein WLAN oder das WLAN ist nur für die Lehrer oder was weiß ich was. Ne? An Unis hat man in der Regel EduRoam, wie hier. Schön, jeder hat da Internet, alles ist toll. Das Problem ist nur, EduRoam, je nach Konfiguration, erlaubt auch nicht, dass die Geräte miteinander reden. Je nachdem, wo Sie sind, haben Sie vielleicht auch ein Netzwerk, was gezielt nicht erlaubt, dass die Geräte miteinander reden. Das stellen Sie sich mal vor, Flughafen oder Hotel, der Nachbarraum, der hat keinen Grund, auf Ihr Gerät zuzugreifen. Ne? Ich glaube, in den meisten Fällen wird da keiner drüber nachgedacht haben, aber zumindest in den Hotels, wo die jemanden mit Ahnung da hatten, sollten die Geräte nicht miteinander reden können. Ne? Und in EduRoam ist es so, dass es so groß, dass man Pech haben kann, dass man aus verschiedenen Subnetzen IP-Adressen zugewiesen bekommt. Das ist zumindest, wie ich es bisher interpretiert habe. Es ist Glückssache, ob es funktioniert. Also manchmal hat man die Geräte im selben Subnetz, dann können die miteinander reden und es klappt. Manchmal klappt es nicht. Deswegen zwei Alternativen. Die Einzellösung für den Dozenten, der vorne steht und was vorführt, oder den Lehrer, der nur einen Demonstrationsversuch machen möchte, ist, machen Sie die Hotspot-Funktion auf Ihrem Handy an. Das kann jedes Handy, habe ich hier gerade noch, nee, zeige ich jetzt nicht. Also jedes Handy hat irgendwo unter Einstellungen, Netzwerkverbindungen und den ganzen Kram, irgendwo eine Einstellung mobiler Hotspot. Da, oder mobiles Tethering kann es auch heißen, WLAN-Tethering. Tethering oder Hotspot sind eigentlich die Begriffe, die auftauchen. Damit können Sie ein WLAN auf Ihrem Handy aufmachen und dann einfach das zweite Gerät damit verbinden. Ja, das heißt also, Sie haben wirklich einfach nur ein WLAN, was zwischen den beiden Geräten existiert, mit einem eigenen Passwort, die schnellste Verbindung, die Sie sich eigentlich vorstellen können zwischen den beiden Geräten. Und das funktioniert wunderbar, ohne dass Ihnen einer Zwischenfunk, ohne dass Sie Aussetzer haben, weil da irgendeiner jetzt gerade meint, seine Videos in der Vorlesung gucken zu müssen. Die andere Option für mehrere Teilnehmer, das ist dann in Schulen interessanter, wenn man wirklich sagt, okay, ich will jetzt mal wirklich eine riesen VFox-Erfahrung haben, wo wirklich die Schüler selbst mit Fernzugriff solche Experimente machen. Die brauchen auch nicht alle ein Notebook dafür. Das geht auch mit einem zweiten Smartphone. Ja, also man kann mit einem Smartphone das andere fernsteuern. Das heißt, wenn die in Zweiergruppen das machen, kann einer sein Handy an ein Pendel hängen und der andere kann halt nachvollziehen, wie die Bewegung stattfindet. Entschuldigung. Dafür brauchen Sie aber letztendlich ein WLAN. Wenn das nicht vorhanden ist, ist unsere Empfehlung, einfach einen WLAN-Router zu nehmen. Das kann irgendein altes Modell sein, das auf dem Speicher gelandet ist, weil es nicht mehr den aktuellen DSL-Standard hat. Also wenn man sich mal umhört, ich würde mal tippen, so jeder Dritte von uns hat irgendwo im Keller oder auf dem Speicher noch einen WLAN-Router rumfliegen. Teilweise aus der Zeit, als die Dinger noch nicht verliehen wurden, inzwischen sind es ja meistens Leihgeräte, aber ansonsten auf eBay Kleinanzeigen für ein paar Euro findet man die Teile. Wie gesagt, die müssen nichts können, die müssen nicht ins Internet. Man braucht nichts anderes anzuschließen außer Strom. Man muss nur einmal hinkriegen, die zu konfigurieren, dass die ein WLAN-Passwort haben, was sie kennen. Ja? Oder beziehungsweise dann, was sie dann den Schülern oder den Teilnehmern von irgendeinem Workshop oder von irgendeinem Praktikum oder so mitteilen können. Dann haben sie da ein kleines lokales WLAN, das heißt VFox. Passwort ist VFox 123. Das könnte sogar, ich weiß nicht, ob die oben gerade auch ein WLAN aufgebaut haben, dann das wäre das Passwort oben. Die Leute können einfach reingehen und haben direkt die Verbindung. Und das ist eigentlich kein großer Aufwand und ab da ist es wirklich so einfach, wie ich es gerade vorgeführt habe. Also der Haken in der Regel, wenn der Fernzugriff nicht funktioniert, ist normalerweise nicht, dass die Bedienung in VFox, sondern einfach, dass das Netzwerk nicht dasselbe ist zwischen den beiden Geräten oder dass die Kommunikation nicht erlaubt ist. Ansonsten, sagte ich ja gerade schon, zweites Gerät kann ein Smartphone sein, zweites Gerät kann ein Tablet sein, zweites Gerät kann ein Notebook sein. Wenn ein PC am selben Netzwerk hängt, die haben ja meistens kein WLAN, kann es auch ein PC sein, ne, sofern im selben Netzwerk wie das WLAN dann hängt. Alles soweit möglich, es geht sogar so weit, Sie können VFox von der PlayStation fernsteuern. Alles, was Sie brauchen, und das ist das Entscheidende eben gewesen, und das ist auch vielleicht das eine, wo man schnell mal drüber stolpert, ist ein Webbrowser. Ja, also die Adresse, die eben angezeigt wurde, die habe ich halt jetzt wirklich in Webbrowser eingegeben. Funktioniert mit Chrome, mit Firefox, mit Edge, heißt der Internet Explorer jetzt, ne? Sollte es eigentlich auch funktionieren, müsste man eigentlich getestet haben. Das ist halt, was ich jetzt nicht regelmäßig teste, aber eigentlich sollte es auch das funktionieren, wenn Sie sich das antun möchten.
Und entsprechend ist dasselbe auch auf den Geräten. Also wenn Sie mit dem Tablet oder mit dem Smartphone damit verbinden wollen, machen Sie den Webbrowser drauf auf. Machen Sie nicht VFox auf, um sich mit VFox zu verbinden, sondern es ist halt aus dem Webbrowser verbinden Sie sich mit VFox. Das ist vielleicht die eine Sache, wo man dann vielleicht auch nochmal dran hängen bleibt. Okay, also das wären jetzt so die Features, die ich da vorstellen wollte an der Stelle. Vielleicht gerade mal, weil ich die hier in einem Strom Sie hier voll texte und Sie wahrscheinlich gleich schon fertig sind, bevor wir überhaupt zu den tieferen Vorträgen gekommen sind. Wenn irgendwo Fragen sind, unterbrechen Sie mich ruhig, okay? Also ist jetzt nicht einstudiert, dass das jetzt in einem durchlaufen soll und ich exakt auf den Punkt dann ende. Ja? Also von daher, gibt es dazu Fragen gerade? Ja, da sehe ich mal. Bitte, das? Ja, das müsste oben eigentlich im Workshop vorkommen. Muss ich mal direkt angewöhnen, ich muss die Fragen wiederholen, damit das nachher auch jemand nachvollziehen kann. Also die Frage war, ob heute in den Workshops die Verbindung auch getestet wird und was vorkommt. Ich war tatsächlich bei der Planungsworkshop diesmal gar nicht beteiligt, weil ich bis vor kurzem im Urlaub noch war. Da aber nicht grundsätzlich andere Experimente angekommen sind, bin ich mir ziemlich sicher, dass da ein paar bei sind, bei denen diese Verbindung genutzt wird. Deswegen entweder dann mit Hotspot oder die haben oben unseren WLAN-Router aufgebaut, wo ich mir relativ stark von ausgehe. Also ich bin ziemlich sicher, dass getestet wird, wahrscheinlich auch mit einem WLAN-Router, der oben steht. Ja. Ja. Die Variante, die ich im Vortrag nutze oder beim Fernzugriff? Okay, also die Frage war jetzt gerade, wie das Bild vom Handy letztendlich auf den Beamer kommt. Beim Fernzugriff ist das unser Ding, da läuft im Grunde ein Webserver auf dem Handy und darüber wird eine Webseite geladen und es werden wirklich nur die Daten übertragen. Das ist halt auch der Vorteil, es ist kein Video, was übertragen wird, sondern die Daten, deswegen kann man es steuern, deswegen kann man es runterladen aus dem Browser. Aber ich glaube, die Frage zieht eher auf das ab, was ich hier im Vortrag hatte, diese Version hier. Das ist einfach eine App, die heißt jetzt konkret ScreenStream Mirroring Pro, für die habe ich glaube ich auch mal einen Euro bezahlt und sie hängt gerade auch wieder. Das ist im Grunde einfach nur die bietet im Grunde einen Videostream im Netzwerk jetzt an. Ich habe jetzt auch einen Hotspot aufgemacht, um die direkte Verbindung zu haben. Und der Vortrag, den ich halte, der ist HTML-basiert. Das heißt, ich habe eine Webseite erstellt, auf der ich diesen Stream einbinde. Darüber funktioniert das hier. Aber man kann die im Grunde auch im Browser aufrufen und anzeigen oder auch aus dem VLC anzeigen, wenn man das machen möchte. Ein Tipp, wenn Sie noch nicht auf Android 10 sind und im Moment warten bis später, es gibt auch eine kostenlose App, die ich eigentlich viel lieber mag, weil sie zuverlässiger war und nicht so viel Verzögerung hat und schneller war. Die hieß, da fragen Sie mich nachher, soll jetzt nicht die Werbesendung für alle möglichen sein, die hieß sehr ähnlich, auch irgendwie Screenstream over HTTP oder sowas. Ich weiß noch, der Autor hatte irgendeinen russischen Namen, aber ja, die funktioniert halt leider gerade seit dem Update nicht. Ich hoffe, dass er das bald fixt. Okay, weitere Fragen an der Stelle? Okay, weil das war jetzt gerade eine gute Stelle für so einen sinngemäßen kleinen Cut, weil dann würde ich gerne direkt nochmal ein wichtiges Werkzeug vorführen. Also wir könnten jetzt sonst viele Experimente machen, das machen Sie gleich im Workshop eh. Wir haben nachher noch eine Session, wo ich was über die einzelnen Sensoren erzähle, also wo ich dann wirklich auf die einzelnen Sensoren eingehe, die wir haben und wie die funktionieren. Deswegen will ich da auch die einzelnen Experimente und Sensoren nicht vorwegnehmen, aber ich finde, ein Sensor ist relativ erwähnenswert, dass ich den mit in das Allgemeine aufnehmen möchte, weil der wird schnell übersehen. Denn die Leute sind erstmal begeistert, wenn sie ein Handy in der Hand haben, oh, da ist ein Beschleunigungssensor, da ist ein Gyroskop drin, wir haben ein Barometer, wir haben ein Magnetometer, das ist natürlich auch immer sehr faszinierend, was man damit machen kann. Aber den einen Sensor, den wir schon immer im Handy hatten, übersehen wir schnell, habe es schon vorweggenommen, Mikrofon bzw. auch den Lautsprecher als Funktionsgenerator. Und in dem Kontext einmal, was wir spontan vor der Vorlesung gemacht haben, wir haben dieses Weinglas-Resonanz-Experiment mit VFox gemacht. Wir haben die Frequenz von dem Weinglas mit VFox gemessen, haben den Funktionsgenerator von VFox dann genutzt, also den Tongenerator, um diesen Ton wieder zu erzeugen. Dann ist das Handy natürlich in den Laut genug, dann haben wir denselben Verstärker benutzt, den wir sonst benutzt haben. Also ne, so ein HiFi-Verstärker und dann so ein Schallrohr kommt da jetzt gleich rechts im Video. Und es war eigentlich wirklich eher so aus Neugierde. Also morgens in der Versammlung haben wir gedacht, kann man das eigentlich nicht auch mit VFox machen? Haben den Funktionsgenerator rausgeschmissen, VFox reingehangen und ja, ich würde es nicht zeigen, wenn es nicht geklappt hätte. Ja, Weinglas ist zersprungen. Hat 2, 3 Anläufe gebraucht. Ich weiß gar nicht genau, was wir da, also wir hatten 2, 3 Mal ein bisschen probieren müssen, noch mit der Frequenz und präzise haben wir die dann doch nicht bestimmt gehabt. Aber man kann tatsächlich durchaus auch einen Funktionsgenerator mit VFox dann ersetzen oder beziehungsweise dann auch die Frequenzen so genau bestimmen. Und ich finde den Sensor an der Stelle deswegen erwähnenswert,
weil der halt so viel präziser ist auf der Zeitskala, also in der Zeitdomäne als alle anderen Sensoren. So ein Beschleunigungssensor, wenn wir uns nachher auch noch angucken, macht in der Regel 100 Hertz, die schnellen machen 400 oder 500 Hertz, das Mikrofon macht 48 Kilohertz. Das brauchen wir, um halt nach Abtasttheorien bis wirklich in Ultraschall zu kommen. Das soll ja gut klingen. Heutzutage macht man nichts mehr unter CD-Qualität. CD-Qualität ist 44,1 kHz, aber inzwischen sind wir eigentlich standardmäßig bei 48 kHz angekommen. Das heißt, dass wir alle Frequenzen bis 24 kHz wiedergeben können. Dadurch haben wir da einen Sensor, der diese riesen Zeitauflösung hat. Was kann man mit dem machen? Naja, die meisten denken erstmal, man könnte damit Amplituden analysieren. Ist im Grunde nicht falsch, aber da gibt es einige Stolpersteine, weswegen ich das erstmal nicht empfehlen würde oder zumindest sagen muss, dass VFox da nicht gut für geeignet ist. Problem ist, jedes Smartphone hat ein anderes Mikrofon, andere Verstärkerelektronik, eventuell noch andere Software, die irgendwas filtert dahinter. Das heißt, um wirklich einen Schalldruckpegel, wirklich ein Dezibel zu bekommen, müsste man die alle kalibrieren. Das können wir nicht. Laut Google läuft, glaube ich, VFox inzwischen auf mehr als 12.000 Geräten. Klar, Android ist ein Riesenzoo. Ne? Haben wir nicht das Personal, nicht die Mittel für, die alle zu kalibrieren. Von daher gibt VFox Ihnen den Schalldruckpegel nicht wirklich in einer sinnvollen Skalierung raus. Wir haben bewusst da einen Faktor gewählt, der offensichtlich macht, da bekommen Sie minus irgendwas erstmal raus. Wir haben eine Funktion, da kann man mal grob versuchen, was zu kalibrieren, aber so richtig schön funktioniert das nicht. Das heißt, wenn Sie das ernsthaft machen wollen, es gibt eine App, die da plausibel ist, die heißt Schallanalysator. Die bietet an, ein Handy zu kalibrieren, indem man einen Stapel Papier in einer definierten Entfernung zerreißt. Zerreißendes Zeug, weißes Rauschen, deswegen müsste das funktionieren. Habe ich nie getestet, klingt zumindest plausibel. Andere Empfehlung ist tatsächlich, so sehr die Begründung da ein bisschen wehtut, sich auf iPhone zu beschränken, weil da gibt es dann auch Apps, die dann wirklich kalibriert sind, einfach deswegen, weil es von iPhone pro Jahr zwei Geräte gibt, die kalibriert werden müssen, die können das dann leisten. Die kosten dann auch ein paar Euro, glaube ich, die Apps, die da was taugen, aber da ist es zumindest möglich. Ansonsten, Amplituden analysieren geht halt wirklich eher vergleichend. Ne? Man nimmt entweder die gleichen Geräte, legt die nebeneinander und passt dann erstmal die Pegel an oder sowas in der Art, ansonsten Amplituden analysieren nicht so schön. Frequenzen analysieren hingegen funktioniert wunderbar, da haben wir glaube ich, oben auch Beispiele. Also es fängt damit an, dass schon vor Ewigkeiten, bevor das Ding ein Smartphone war, gab es dann schon auf den ersten Geräten, wo man irgendwie so ein bisschen einen Code laufen konnte, die Möglichkeit mit dem Handy Musikinstrumente zu stimmen. Da gibt es auch jetzt noch eine App für. Können Sie mit VFox auch machen. Da empfehle ich jetzt auch eher wirklich für die Musiker ein Gerät, was das dann plausibel auch wirklich anzeigt, statt in so einem Graphen. Ne? Von daher ist möglich, aber vielleicht nicht ideal. Aber im Grunde, das gibt es schon ewig und das ist wirklich ziemlich präzise und da kann man tolle Sachen machen. Man kann Schwebungen visualisieren und auch wirklich auflösen im Frequenzspektrum. Man kann wirklich so eine richtige Fourier-Transformation machen. Wenn man Spaß dran hat, kann mal, wir haben ja inzwischen so Falschfarbenplots, wo man auch wirklich den Verlauf des Frequenzspektrums sich angucken kann, kann mal die Funktion, Audiospektrum starten und dann auf YouTube mal nach etwas suchen, das sich Shepard-Tone nennt. Das ist eine akustische Täuschung, besteht aus vielen Tönen, die sich bewegen, gibt ein wunderschönes Muster in VFox. Also mit Frequenzen kann man eine Menge machen. Das eine, was ich aber unbedingt als Werkzeug noch darstellen wollte, was das Mikrofon hervorhebt, ist unsere sogenannte akustische Stoppuhr. Die akustische Stoppuhr ist, wie ich sagte, ein Werkzeug, welches die hohe Frequenzauflösung von dem Smartphone nutzt. Was sie genau macht, führe ich am besten einmal vor. Sofern es überhaupt jemand noch nicht kennt. Gucken wir mal. Also, muss ich hier mal den Stream starten? Klappt das? Ja, hier haben wir unseren Stream. Also, ich starte die Messung und als es läuft schon los. Sorry, machen wir mal ein bisschen unempfindlich. Ach, falsch. Ich kann die eigene App nicht bedienen. Moment. Etwas unempfindlicher einstellen, nochmal starten und als Demonstration, was die macht. Na. Also wer es direkt sehen konnte, hat wahrscheinlich gesehen, dass es etwas knackiger ist. Der Stream ist leider ein bisschen verzögert. Ich mache es nochmal, vielleicht direkt hier drauf gucken. Ja, also sie misst die Zeit zwischen zwei Geräuschen. Und zwar ziemlich präzise. Es ist jetzt nicht einfach nur ein Unverständnis von Messgenauigkeit, dass wir da drei Nachkommastellen angeben, sondern im Grunde können Sie wirklich auf Millisekunden runterkommen, rein theoretisch sogar noch weiter runter. Hintergrund ist der, 48 kHz sind halt als Kehrwert ein Intervall der Messwerte von 21 Mikrosekunden. Ist richtig? Ich hoffe, sonst noch mal einen Taschenrechner geben, auf jeden Fall weit unter einer Millisekunde.
Problem ist, die erreicht man in der Praxis natürlich nicht. Also ein Schnipsen ist nicht ein Signal, wo ganz klar definiert ist, das ist jetzt der erste Sample, ab wo der Schnipser begonnen hat, und beim zweiten Schnipser genauso. Was wir machen ist, wir betrachten das Audiosignal als einen Wert zwischen 0 und 1, von kein Geräusch oder von keiner Auslenkung der Schallamplitude bis zur maximalen Auslenkung, die das Mikrofon an der Stelle kann. Und in dem Moment, wo die Schallamplitude über diese Schwelle geht, startet die Messung. Und da kann man sich jetzt schon vorstellen, je nach Schallwelle hat man natürlich so ein bisschen ein paar Schwingungen, irgendwann geht es über die Schwelle, dann hängt es von der Lautstärke ab. Es hängt natürlich auch davon ab, wenn ich jetzt hier mal schnipse und die Schallwelle breitet sich aus, dass dann ein bisschen Dispersion und alles auftritt. Deswegen tatsächlich 21 Mikrosekunden werden sie nicht erreichen, aber je nach Experiment ist eine Millisekunde durchaus drin. Und ein Beispiel, was man damit machen kann, habe ich da drüben stehen. Das ist unser klassisches Fallexperiment. Ein einfaches Fallexperiment kann man machen, indem man, um die Zeit für die Falldauer zu messen, muss man einfach erstmal irgendwie ein Geräusch vorne und hinten dran kriegen. Einfaches Beispiel dafür wäre, ein Lineal zu nehmen. Ich habe jetzt leider nur einen Zollstock, das würde damit nicht gut funktionieren. Eine Metallkugel drauflegen und dann mit dem Stift seitlich wegschlagen, dass man ein Geräusch hat. Ne? Und dann beim Auftreffen am Boden, klack, zweites Geräusch, kann man einen Zeitintervall messen. Ist natürlich viel zu leise für eine Vorlesung und viel zu leise wahrscheinlich auch für die meisten Schulklassen. Deswegen haben wir es aufskaliert in die Variante. Hier hängt ein kleines Gewicht. Ich lasse den Luftballon platzen. Das ist ein Startgeräusch. Das Gewicht prallt unten auf diese Metallkladde. Also alles, was irgendwie aus Metall ist, hilft sehr, dass man auch da ein gutes Geräusch bekommt. Das ist das Stoppgeräusch. Und damit müssten wir eigentlich ziemlich genau messen können, wie lange das Gewicht unterwegs ist. Kleiner Haken ist, die Luftballons mit dem tollen Logo sind gerade neu gekommen, mit dem habe ich gerade noch nicht ganz so viel Erfahrung. Ich sage gleich, warum das eine Rolle spielt, aber eigentlich sollte nicht grundlegend da irgendwas schief gehen. Also, wer möchte und VFox griffbereit hat, kann auch gerne schon mal mitmessen. Das Experiment ist auch nicht im Workshop, weil wir uns entschieden haben, dass das zu sehr nervt. Also, wenn da im Raum ständig einer irgendwo einen Luftballon platzen lässt, da haben sie auch keinen Bock drauf. Ne? Deswegen, also für alle, die das nicht mögen, ich sage gleich vorher einmal Bescheid, bevor ich da reinsteche, dann macht es einmal Peng und dann ist es vorbei. Ja? Akustische Stoppuhr. Müsste ziemlich weit unten sein, unter Zeitmessung. Ups, da. Dann sage ich noch was, wenn Sie da alle jetzt mitmachen. Ein Problemchen haben wir dann noch. Die eine Sache, die man einstellen und rausfinden muss, ist die Schwelle oben. Die Schwelle ist eben, ab welcher Lautstärke es drüber schwingt. Wie gesagt, das Signal vom Mikrofon interpretieren war einfach als ein Wert, der zwischen 0 und 1 schwankt. Minus 1 und plus 1, aber ja. Das Problem ist eben, wie ich eben sagte, jedes Smartphone hat ein anderes Mikrofon, andere Verstärkerelektronik und so weiter. Das heißt, Sie müssen ein bisschen für Ihr Smartphone herausfinden, welche Schwelle jetzt funktioniert. Wenn sie zu niedrig ist, wird das Ding gleich loslaufen, einfach weil ich noch rede. Oder aber es wird sogar wieder stoppen, noch vom Knall vom Luftballon, weil einfach der Hall zu lange andauert und es wieder auslöst. Wenn es zu hoch eingestellt ist, läuft es gar nicht los. Ungefähr Faustregel, weil es da grundlegend ein bisschen anders ist. Bei einem iPhone lassen Sie eher die Voreinstellung, die wir da haben, von 0,1. Bei einem Android-Gerät gehen Sie eher so Richtung 0,8 oder 0,9. Ja? So als ganz grobe Richtlinie. Das hängt damit zusammen, dass es unter dem iPhone da ein bestimmtes Messmodus gibt, wo man tatsächlich relativ unverfälscht die Daten abgreifen kann. Und der hat einen relativ kleinen Pegel. Kleinen Pegel. Das andere ist die Mindestverzögerung, die tatsächlich, jetzt, wenn ich mir jetzt gerade drüber nachdenke, hier im Raum, auch mit dem Mikrofon, was uns wahrscheinlich gleich noch einen kleinen Streich spielen könnte. Ich mache es gleich aus, wenn ich einmal da reinsteche. Ich hoffe, das ist von der Technik her kein Problem. Und weil ansonsten überträgt sich das nachher über die Lautsprecher. Ich habe keine Ahnung, was dann passiert. Ja, also hier halt es eh schon ein bisschen. Eine Idee ist vielleicht noch, die Mindestverzögerung ein bisschen zu erhöhen auf irgendwas Richtung 0,3. Das ist die Zeit, die mindestens vergehen muss, damit ihr nicht den Hall wieder nutzt zum Stoppen. Ne? Also der Knall geht ja nicht einmal über die Schwelle und dann ist Feierabend, bis das Ding unten auftrifft, sondern der Knall geht einmal über die Schwelle und der verbringt dann noch einige hundert Millisekunden, damit über die Schwelle zu geben, allein wegen des Halls. Ne? Also in den meisten Räumen ist die 0,1 okay, aber jetzt, wo ich das hier höre, probieren wir mal. Ne? Also, wir haben jetzt so viele Handys, die jetzt mitmessen, da wird wohl hoffentlich was Gutes bei sein. Achso, ich habe vorher ausgemessen, falls Sie nicht glauben, 1,80 Meter hoch sollte es etwa sein. Also ich mache es einmal ganz grob, Zollstock, einmal ganz ausklappen. Und wir sind jetzt etwa bei 1,80 ungefähr. Muss jetzt nicht auf einen Zentimeter genau sein, da wollen wir jetzt nicht so einen riesen Aufstand draus machen. Ich lege mein Handy da unten hin. So.
Ach so, die Schwelle habe ich jetzt wieder verbuchstellt hier. Ich hoffe, es funktioniert jetzt bei mir. Nicht so viel Erfahrung mit dem Raum und dem Luftballon, aber so, also, ich mache das Luftballon, ich mache das Mikrofon jetzt aus, da ist der Knopf, und dann gibt es einmal den Knall, okay? Achtung! Ja, also, ich habe es mit Magneten befestigt, der ist nicht weit gekommen, sorry. Okay, na gut, dann erzähle ich, was hätte passieren sollen. Also wer möchte, kann vielleicht auch gleich in der Pause kommen, das auch nochmal in Ruhe probieren. Ich will jetzt nicht jetzt erstmal noch einen Luftballon aufblasen und rumprobieren. Das hatte ich noch nicht, aber gut. Das ist kein Auslöser, also muss ja die Schwelle raussetzen oder runtersetzen? Runtersetzen, runter, ja. Also, was jetzt normalerweise passiert wäre, ist, dass wir jetzt eine wunderbare Zeit gemessen hätten, die sehr nah an dem theoretischen Wert gewesen wäre. Also ich hätte es jetzt auch einmal kurz vorgerechnet. Das mache ich jetzt auch trotzdem, weil ich gerade sonst die Zahlen nicht vor Augen habe. Moment, einmal den Rechner. Also, wir hätten jetzt die Wurzel aus 2 mal 1,8 durch 9,81. Ups, Tippfehler. Bekommen und genau, etwa 606 Millisekunden rausbekommen. Auf meinem Handy wäre es jetzt, wenn es so klappt, wie es die letzte Mal geklappt hat, wie gesagt, es gibt so ein paar, es sind etwas andere Luftballons, sage ich gleich was zu, warum das eine Rolle spielt, hätte ich ziemlich exakt den Wert gehabt und wahrscheinlich hätten Sie einen etwas längeren Wert gehabt. Der Grund ist der, dass ich eigentlich, so wie ich es gerade vorgeführt habe, zwei Fehler gemacht habe, also noch zwei Fehler, außer einen Magneten zu benutzen, ja. Und zwar, wenn das Handy da unten liegt, haben wir erstmal einen Fehler durch die Schallgeschwindigkeit. Der Knall startet, breitet sich aus, dann startet die Uhr erst, das heißt, dadurch wird die Messung kürzer und der Aufprall ist direkt neben dem Handy, das heißt, ja, dadurch wäre die Messung verkürzt worden. Den Fehler hätten Sie nicht gemacht. Das ist auch schön im Dreieck, schön weit weg sitzen, wäre Ihre Messung dadurch was länger gewesen als meine. Meine zu kurze Messung hätte sich aber dadurch angeglichen, dass der Knall auch nicht direkt mit dem Fall zusammenfällt. Das heißt, ich steche das Ding ein, die Haut reißt ein, das ist so da, wo der Knall bei entsteht, und dann fällt der Luftballon erstmal zusammen und fällt dann runter. Das ist der Grund, warum ich mir auch nicht ganz sicher war, ob das jetzt mit dem Luftballon gut funktioniert. Man sieht auch, ich habe den ja auch jetzt nicht besonders prall aufgeblasen. Ich habe eigentlich in der Vergangenheit immer eher so kleine Wasserballonsgröße, ja nicht Wasserballons, diese Partyballons, diese winzigen, benutzt. Weil ich davon ausgehe, haben wir leider noch nicht systematisch getestet, vor allem mit den neuen Ballons noch nicht, das, wie gesagt, die sind gerade erst angekommen, dass halt eben die Zeit zwischen Einreißen, also dem Knall und dem Fall, natürlich etwas kürzer ist, wenn der Ballon kleiner ist, aber auch gleichzeitig der Ballon beim Platzen nicht so sehr einen Impuls übertragen wird. Also wenn man sich jetzt vorstellt, ich würde einen Wetterballon dahin hängen, lasse den platzen, der wird wahrscheinlich das Gewicht in sonst irgendeine Richtung schleudern und entsprechend skalierbar hängt das von der Größe ab. Ne? Aber das ist, was ich eigentlich auch gedacht hatte, würde ich jetzt gleich rausfinden. Das ist halt ein bisschen in die Hose gegangen, dank des Magneten. Naja. Warum erzähle ich das alles mit den Fehlern? Einfach, weil ich noch ein schönes Beispiel nennen wollte, was man damit machen kann, nämlich die Schallgeschwindigkeit messen. Wenn wir die Schallgeschwindigkeit als Problem hier drin haben, dann ist die Schallgeschwindigkeit natürlich auch etwas, was wir messen können. Und das macht man dann mit zwei Smartphones und entsprechend zwei Studierenden und zwei Schülern. Die jeder ein Smartphone haben, man stellt sich dann in einem Abstand auf von, ja, ich würde mal sagen, 5 Metern, ist eigentlich das, was wir meistens machen. Und dann macht man so, dass man in die Hände klatscht, um die Uhren auszulösen. Der eine auf der Seite klatscht in die Hände, die Uhr läuft los. Da drüben die Uhr startet auch, der muss laut genug geklatscht haben, das heißt, das breitet sich aus und dann irgendwann plock, etwas später startet die Uhr. Der auf der Seite hier muss jetzt nicht schnell reagieren, der kann erstmal einen Kaffee trinken. Und wenn er seinen Kaffee fertig getrunken hat, klatscht er auch in die Hände, sodass er auch stoppt. Das ist gar nicht gelaufen wegen des Streams. Also bei mir, ich sehe die ganze Zeit, wie es läuft. Klatscht so in die Hände, dass es stoppt. Dann stoppt seine Uhr zuerst und die etwas später, weil der Schall sich jetzt andersrum ausbreitet. Und die Uhr da drüben hat jetzt nur die Zeit gemessen, die er braucht, um Kaffee zu trinken. Die Uhr hat gemessen, wie der Schall sich ausbreitet, er den Kaffee trinkt und der Schall sich wieder zurück ausbreitet. In der Differenz bekommen Sie die Zeit für den Schalllauf hin und zurück und somit relativ leicht die Schallgeschwindigkeit. Und das ist ein sehr einfaches Experiment, ohne weiteres Zubehör, außer den Smartphones. Es ist sehr leicht zu verstehen, Sie brauchen keine Graphen, das heißt, mit Plus, Minus mal geteilt kommen Sie aus. Man muss eigentlich nur einmal erklären, warum man diese Differenz bilden muss und das ist was man auch in der Schule relativ früh schon machen kann. Ein kleiner Tipp noch, in die Hände klatschen, laut genug, dass das über 5 Meter das Ding auch auslöst. Es fällt nicht jedem leicht, da kann man bei den Kollegen vom Sportunterricht mal so eine Starterklappe klauen, dann wird das auch noch was leichter. So,
Jetzt überlege ich gerade vom Zeitplan her, sollte, glaube ich, jetzt hier ungefähr Ende sein, oder habe ich das gerade? Jetzt habe ich einen eigenen Zeitplan nicht im Kopf. Also, weil ich komme nämlich gerade auch zum Ende, es kommt also hoffentlich aus. Und zwar generell, also heute, der Tag geht noch lang, Sie werden noch viel lernen, vor allem kommt gleich die Phase, wo Sie es selbst ausprobieren können. Ich denke mal, erstens ist das erfrischend, zweitens anpacken, ausprobieren hilft viel mehr, um wirklich die Sachen zu verstehen. Aber generell, wenn Sie nachher irgendwie noch Sachen nachgucken wollen oder Sachen sehen wollen, abgesehen davon, dass wir den Vortrag ja auch online stellen, gibt es Infomaterial vor allem auf unserer Webseite, die sieht so aus. Und da gibt es auch Anleitungen zum Fernzugriff, der ist vielleicht gar nicht nötig, aber da sind auch ein paar Tipps drin, wie das mit dem Netzwerk dann funktionieren kann, falls es halt dann doch nicht direkt klappt. Da gibt es auch ein Video, wo ich das erkläre mit ein paar Animationen, ist jetzt nicht das schönste Video von uns, aber auch dazu gibt es was. Dann haben wir eine Experimentdatenbank, findet man oben über Experimente. Und da geht es dann halt wirklich ans Eingemachte. Da haben wir eine Liste mit erstmal allen möglichen Experimenten. Wir haben auch eine Liste mit vielen Experimenten, wo es dann Videos gibt, wo die Experimente vorgeführt und ein bisschen erklärt werden. Das sind dann so angenehme 5 bis 10 Minuten Happen, wo ein bisschen was dazu erklärt wird. Das ist ein super Einstieg, eine super Inspiration, weil erfahrungsgemäß ist es so, man installiert sich die App, man ist erschlagen von dieser Liste. Die App nimmt einen auch ja nicht an die Hand, um zu sagen, jetzt versuch mal Folgendes. Wäre doch mal toll, heute mal ein Pendel zu bauen. Ganz ehrlich, macht wahrscheinlich eh keiner, sondern die App ist darauf ausgelegt, als Werkzeug durch Sie als Lehrende eingesetzt zu werden. Das ist natürlich die Frage, woher kennen Sie jetzt die Experimente, die mitmachen kann? Unsere Webseite. Ne? Deswegen ist halt das Beste, wahrscheinlich 1, 2 Videos mal anzugucken, hat man direkt eine Vorstellung, wie das Experiment aussieht. Und für die, die tiefer einsteigen wollen, da gibt es ja auch heute noch ein paar Sachen zu, gibt es ein Wiki. Da sind dann viele Informationen zu den einzelnen Experimenten noch drin, da sind Informationen zu unserem Dateiformat drin, da sind Informationen drin, wie man direkt mit dem Handy kommunizieren kann. Also dieser Fernzugriff, den kann man auch nutzen, um per Python oder anderer Programmiersprache die Messwerte aus VFox auszulesen. Auch das ist da drin zum Beispiel erklärt. Also das ist halt für die, die tiefer einsteigen wollen. Und also so sieht das dann zum Beispiel aus. Das ist unser Dateiformat, was komplett dokumentiert ist. Da finden Sie auch die Links zum Quellcode, wenn Sie da reingucken wollen. Ja, und eine Sache, die ich an der Stelle direkt noch erwähnen möchte, ist, wir haben im Moment eine Stelle ausgeschrieben. Vielleicht kennen Sie jemanden, den es interessieren würde, wo wir jemanden suchen für ja eigentlich Öffentlichkeitsarbeit, was dann also gerade Lehrerfortbildung und sowas betrifft, was aber auch, auch Öffentlichkeitsarbeit im Internet, also in den sozialen Medien betrifft, was unsere Erklärvideos betrifft und sowas in der Art. Suchen wir im Moment jemanden, wer da jemanden kennt, der irgendwie aus, also am besten Physik-Hintergrund hat, das sollte man ja schon verstehen dabei, ne? Aber irgendwie so ein bisschen Richtung Viscom-Schiene vielleicht geht irgendwelche Didaktik-Sachen oder so und wirklich gerne Dinge erklärt, gerne mal auf vfox.org verweisen, da ist der zweite News-Eintrag, glaube ich, ist der Verweis auf die offizielle Stellenausschreibung. Vielleicht können Sie da uns ja noch jemand Nettes vermitteln. Und ansonsten, haben wir jetzt erstmal unsere Pause und hat gerade jemand die Zeit, wann der Workshop losgeht? Ich habe die nämlich gerade leider nicht hier vorne liegen. 11.20 Uhr, war es so schnell? Achso, weil ich früher angefangen habe, ja, okay. Gut, ja, dann viel Spaß in der Kaffeepause und der Workshop findet dann ganz oben im Gebäude statt. Das heißt, wenn Sie während der Kaffeepause vielleicht schon mal grob in die Richtung gehen, dass nicht nachher alle gleichzeitig einen Aufzug wollen, weil es sind 4 Etagen, die sonst hochlaufen müssen, wäre vielleicht gar nicht schlecht, ein bisschen zu planen. Gut, dann ja, bis später.